Damals, zu einer Zeit bevor Genres wie Battle Royale, Ego-Shooter und gigantische Open-World-Maps den Videospielmarkt beherrschten, existierte noch ein breites Spektrum von Entwicklerstudios, welche sich immer wieder an den verschiedensten Spielgenres ausprobierten. Eines von diesen Studios ist Naughty Dog gewesen. Ganz richtig, das Studio, welches heute für Spiele wie The Last of Us und Uncharted bekannt ist. Doch bevor Naughty Dog solche Spiele erstellte, war das damals noch im Vergleich zu heute kleine Entwicklerstudio bekannt für seine Plattformer, die Crash Bandicoot und die Jack und Dexter Spielereihe. Und eine Spielereihe sorgte dafür, dass Naughty Dog zu dem wurde, was es heute ist. Und mit dieser Reihe hat das Entwicklerstudio ebenfalls den Naughty Dog abgezogen. Was der Naughty Dog ist? Gut, dass ihr fragt. Schritt 1. Stelle eine Entwicklerstudie bereit und suche dir einen super coolen Namen dafür aus. Der Name sollte ein beliebtes Tier beinhalten, was die Spieler an ihr Haustier erinnert. Sagen wir Naughty Dog. Schritt 2. Entwickle ein Videospiel mit dem Plattformer-Genre exklusiv auf einer PlayStation-Konsole, welches die Fans lieben werden und mal ganz ehrlich, einfach nur klasse ist. Schritt 3. Und jetzt wird's tricky. Erstelle 2 Fortsetzungen von dem Spiel und zum Schluss noch ein Card-Game. Jetzt lässt du die Spielereihe fallen, verkaufst es an ein anderes Studio und schon ist alles klar. Jack und Daxter, die Videospielreihe, welche mich in der Kindheit neben den Nintendo-Exklusivtiteln wie Mario und Zelda am meisten geprägt hat. Zu Anfang war die Reihe noch ein einfacher Plattformer, welche sich stark an Mario orientiert hatte. Aber die Reihe hatte wohl eine der stärksten Wandlungen durchgemacht, die eine Spielereihe so machen kann. Während der erste Teil noch so aussieht... Jetzt sagt mir bloß nicht, dass ihr zwei auch ein Problem habt. Erst werden in der Nähe des Dorfes Monster gesichtet und jetzt das. Sieht der dritte bereits so aus. Sie suchen etwas und ich habe keine Ahnung. Und wenn ihr euch fragt, wie denn bitte so ein Spiel zu so etwas wird, dann seid ihr hier genau richtig. Die Story von Jack und Daxter ist sehr einfach zu folgen. Jack, der stumme Typ, der nie etwas sagt, geht mit seinem Kumpel Daxter, ja, den Namen habe ich von ihm, unerlaubt auf die gefährliche Nebelinsel, wo sie in Erfahrung bringen, dass Lurker, Gorilla-ähnliche Monster, ihr Dorf überfallen wollen. Dabei entdecken sie auch die zwei Anführer von ihnen, diesen Darth Vader-Verschnitt und diese, sehr freizügige Frau. Bestraft jeden hart, der das Dorf verlässt. Ein wenig später werden sie beim Erkunden der Insel von einem Lurker attackiert, wobei Dax in dunklem Echo, eins von 6 Elementen in dieser Welt, hineinfällt. Doch keine Sorge, Jack, tot ist er noch nicht. Daxter kommt aus dem Echo geschossen und wurde zu einem Wiesel. Verzeihung, Otzel. Zu Hause angekommen, werden die beiden von den Weisen des grünen Echos, Samus, sie werden von dem alten Typen ausgeschimpft. Von ihm erfahren wir dann auch, dass weit im Norden der Weise des dunklen Echos, Gol Ekaron, lebt, welcher Daxter zurückverwandeln könnte. Da das Ziel der Reise klar ist, starten wir direkt in der Tutorial-Insel. So ähnlich wie bei Mario muss man hier Objekte sammeln, welche uns dann erlauben, das nächste Gebiet zu betreten. Statt Münzen haben wir Precursor Orbs. Und statt Sterne Energiezellen. Unsere Aufgabe ist es also, Energiezellen in den jeweiligen Gebieten zu sammeln, um ins nächste Gebiet zu gelangen. Das Moveset von Jack ist übrigens, wie in 3D-Jump'n'Runs üblich, äußerst vielseitig. Es gibt da den Doppelsprung, die Rolle, den Weitsprung, den Wirbel, den Faustschlag, die Stampfattacke, den Sprungschlag und wie ich ihn nenne, den Helikopter. Wie ich schon vorher erwähnte, gibt es in dieser Welt neben den dunklen Echo noch 5 weitere Echo-Arten, die das Gameplay etwas komplexer gestalten. Das grüne Echo, welches unseren guten Jack heilt. Mit dem blauen Echo werdet ihr so schnell wie Sonic und könnt Plattformen aktivieren und Türen öffnen. Mit dem gelben Echo könnt ihr Feuerbälle verschießen. Durch das rote Echo seid ihr stärker als sonst und könnt Gegner, welche beispielsweise 2 Schläge brauchen, um zu sterben, nur noch einen brauchen. Die Echo-Fähigkeiten hat man aber auch nur permanent. Also wenn der Timer da unten abgelaufen ist, muss man erneut Echo einsammeln, um die Fähigkeiten wiederzukriegen. Und wir starten mit dem ersten Gebiet. Des Sanddorf. Das erste große Gebiet wäre das Sanddorf. Hier haben wir einige Bewohner, welche im Gegenzug für Energiezellen bei ihren Problemen helfen können. Der Onkel, der Geldschnort, der Bildhauer, der seine Muse sucht. Hast du noch nie eine Muse gesehen?
Das ist ein kleines, leuchtendes Eichhörnchen, so groß wie du. Sehr mutig und immer gut drauf. Oh, jetzt kapier ich. Wie ein Kumpelchen, hä? Und der Bürgermeister, welcher ähnlich wie Trump Geld für seine Wiederwahl benötigt. Ja, und nicht zu vergessen das Orakel, welches ebenso nach Precursor Orbs verlangt. Irgendwie erinnert mich das Ding an den Kopf einer Fliege. Ein ganz cooles Detail ist die Musik, welche sich anhand der Bewohner, die man besucht, ändert. Jedenfalls besteht das erste große Gebiet aus 4 Arealen, dieser Strand. Unspektakulär, bis auf das Verscheuchen von Möwen, den Piepmatz hier und... Schnapp dir welche! Schnapp dir welche! Der Dschungel, in dem es neben den Spinnen und Kröten auch noch den Typen gibt. Mein Zug hat das besser. Versuch mal mit dem winzigen Netz Flussfische zu fangen. Kriegst eine Energiezelle von mir, wenn du 200 Pfund von den Viechers fängst. Und dieser hält für uns ein kleines, aber feines Minispiel bereit. Bist auf, ihr Landratten! Wenn ihr mal ein echter Captain Negro werden wollt, dann müsst ihr einfach mal vernünftig Fische fangen. Und der gute alte Silber hier erzählt euch mal, wie das geht. Erstens kannst 2 Arten von Fischen fangen. 1 Pfünder und 5 Pfünder. Zweitens lässt du 20 Pfund von den guten Fischen entwischen, du, dann nehme ich dir das Netz weg. Drittens gibt's giftige Aale im Fluss. Auch wenn du nur einen von den Burschen erwischst, vergiftet er den ganzen Fang. Und neben dem Minispiel ist dann auch noch der Bosskampf gegen diese Pflanze. Welcher wirklich sehr einfach ist. Die Nebelinsel. Welche schön, naja, neblig ist. Und das einzige Coole neben der Atmosphäre wäre das hier. Das ist ein Hinterhalt, Jack! Ein Hinterhalt! Ach, und wenn ihr mal sterben solltet, wird euch Dexter immer mal wieder mit einem lustigen Spruch den Tod etwas amüsanter gestalten. Erster Schritt, am Leben bleiben. 2. Schritt, machst du was bloß nicht nochmal mit mir! Das Übergangsgebiet, der Canyon, welcher eigentlich eine Art Cardgame-Passage ist, wo wir mit dem Flugding namens Zuma bis zum nächsten Gebiet fahren. Das Felsdorf. Im Dorf erfährt man von diesem nackten Typen hier, dass ein Monster das Dorf attackiert hatte und der Waschlappen dort es bekämpfen wollte. Fight! Oh, mein Kopf tut so weh! Und wie sich herausstellte, kann der Waschlappen nix und das Dorf ist am... Hintern. Nun hat das Lurker-Monster den Pfad zum nächsten Gebiet blockiert und wir können ihn wie gewohnt nur mittels Energiezellen öffnen. Also ab zu den Arealen. Hier gibt es die Unterwasserruine mit dem super coolen, actionreichen Eco-Anstieg und auch eine Kapsel, die uns zurück ans Land bringt. Dann wäre da noch der Sumpf mit unserem guten alten gefiederten Freund und diesem Trunkenbold. Hallo Freunde, gefällt euch mein schöner Sumpf? Das gehört alles mir. Und dann ist da noch der Precursor-Becken, wo wir ein paar echt nervige Energiezellen haben. Eins davon wäre das Erwischen von dem fliegenden Lurker, welche wir mit unserem Zuma überfahren müssen. Ich bin Hit und ich fick dein Arsch. Alle meine Leute sind nicht normal. Die haben gefühlt die Hitbox von einem Pixel. Oder noch besser, wir schlüpfen mal kurz in die Rolle eines Gärtners und töten diese Pflanzen, welche man wirklich verdammt schnell mit grünem Eco besprühen muss. Und dank dem Timer und dem Hin- und Herfahren zur Eco-Station wird das Ganze noch spaßiger. Ja mei, wo kommt das ganze Unkraut her? Nach dem Sammeln der ganzen Energiezellen können wir nun das Gebiet von dem Lurker-Monster, oder besser gesagt Claw, betreten. Seien wir jetzt mal ganz ehrlich, das Lurker-Monster sieht schon echt cool aus. Ich liebe das Design von seiner Rüstung. Okay, zurück zum eigentlichen Grund, wieso wir hier sind. Der Bosskampf ist vielleicht für den ersten Anlauf nicht ganz so einfach. Der große Typ da, der einfach mal in Lava badet, verschießt nämlich heiße Steine. Und nein, du wirst von denen keine russische Massage erhalten.
sondern eher dein Tod finden. Mamma mia! Der Kampf läuft wie folgt ab. Stein ausweichen, blaues Eco aufnehmen, als Ende der Plattform rennen, während man den Stein ausweicht und mit gelbem Eco draufballern. Und das Ganze weitere zwei Male wiederholen. Jede Runde wird es natürlich schwieriger, da Plattformen fehlen oder der Typ hier mit seinem Auto-Aim immer schneller wird. Ist der Boss geschafft, geht es weiter zum letzten Areal vom Felsdorf. Und zwar zu einer Zuma-Strecke, wo wir schneller als die Knirche sein müssen, bevor sie die ganze Höhle in die Luft sprengen. Diese Strecke ist wohl eine meiner meistgehassten Dinge im ganzen Spiel. Und zwar wegen diesen Fässern. Berührt man sie, fährt man neben ihnen, guckt man sie auch nur an, Fatality. Und mit der klobigen Steuerung des Zumas ist es auch nicht gerade einfach, dieses Rennen zu gewinnen. Vor allem während man versucht, den Fässern auszuweichen. Ist das Rennen gegen die in Windel gewickelten Lurker gewonnen, finden wir uns im dritten Gebiet wieder. Der Vulkankrater. Angekommen im Vulkankrater betreten wir direkt die Hütte des Roten Weisen. Und dort treffen wir auf Herr Darth Vader-Verschnitt und Frau Busenhalter. Und jetzt kommt der Plot-Twist. Wie sich herausstellt, ist der Darth Vader-Verschnitt Gol Ekaron. Derjenige, welcher eigentlich Dexter zurückverwandeln sollte. Ich bin erledigt. Gol Vader ist ebenso für das Verschwinden der ganzen anderen Weisen verantwortlich. Und sein böser Masterplan ist es, dunkles Eco auf die ganze Welt freizusetzen. Was, wie wir ja wissen, nicht gerade gut ist. Damit wir das verhindern können, müssen wir erst einmal zu ihrer Zitadelle. Und dafür brauchen wir ein Hitzeschild für unseren Zuma, der durch, na, was wohl? Richtig, Energiezellen angetrieben wird. Im Vulkankrater selbst ist nichts allzu Spannendes. Hier gibt es nur das Lorensystem, welches euch von A nach B bringt und dafür eine halbe Ewigkeit braucht. Dann hätten wir noch Dick und Doof, die versuchen durch einen riesigen Edelstein reich zu werden. Hey Gordy, ich denke, wir haben Besuch. Du denkst, Willard? Die beiden kaufen uns übrigens die ganzen letzten Precursor-Orbs ab, die wir uns im Rest des Spiels verdienen werden. Natürlich im Austausch für Energiezellen. Der Vulkankrater besteht aus zwei Arealen und, wie auch gewohnt, einer Zuma-Strecke. Das erste Areal wäre das Schneegebirge, den wir durch die Seilbahn erreichen können. Dort haben wir Eislöcker, rutschige Eispassagen, wo man in seinen Tod rutscht, der Piepmatz-Freund und diese kleinen süßen Babyschnele. Das Schneegebirge ist übrigens von dem Schwierigkeitsgrad her das wahrscheinlich schwerste Gebiet im ganzen Spiel. Aber auch nur größtenteils wegen dem Rutschen hier. Dann hätten wir da noch mein Lieblingsgebiet. Die Spinnenhöhle. Lass mich raten! Es gibt Spinnen in den Spinnenhöhlen, richtig? Natürlich gibt es Spinnen in Spinnenhöhlen. Die Spinnenhöhle hat wohl eine der coolsten Melodien im ganzen Spiel. Die Höhle hat echt viel zu bieten. Von dem Erklimmen eines antiken Precursor-Roboters bis hin zu dem Abschießen von Tausendfüßlern. Moment, ich dachte, das wäre hier die Spinnenhöhle. Und hier haben wir noch eine der besten Passagen im ganzen Spiel, wo wir nur mit dem Boxen gegen diese Edelsteine etwas sehen können. Und so müssen wir uns hier auch zurechtfinden. Ach, ich liebe die Spinnenhöhle. Und dann ist da noch die letzte Zuma-Strecke, welche wirklich groß ist. Ich meine, sie hat sogar einen Checkpoint, was ja teilweise eine echte Seltenheit ist. Wirklich viel gibt es da jetzt auch nicht mehr zu sagen. Es ist nun mal eine Zuma-Strecke. Goal und Mayas Zitadelle. Diese Biene, die ich meine, nennt sich Maya. Das letzte große Gebiet des Spiels erinnert einen so ein bisschen an Takeshis Castle. And here's Terry Prudhoe. She's a clown, shoe, be solar. You know what they say about clowns with big feet? Oh yeah. Oh! Der Grund, warum wir hier sind, die Welt retten. Unser guter alter schrumpeliger grüner Mann wurde übrigens, während wir auf dem Zoom unterwegs waren, gefangen genommen. Goldmeier braucht nämlich die Kraft der Weisen, um diesen gigantischen Roboter zu bedienen, welche die Macht besitzt, die dunklen Eco-Lager zu öffnen. Ja, also befreien wir erst einmal die ganzen Weisen, um die Aktivierung des Roboters zu verhindern. Spoiler-Alarm, er wird so oder so aktiviert. Der Weg zu den Weisen ist steinig und schwer. Für jeden einzelnen Weisen müssen wir einen kleinen Parcours-Run machen. Takeshis Castle-mäßig.
welche teilweise einen echt schön knackigen Schwierigkeitsgrad haben. Die Weißen selbst sind, naja, nicht wirklich spannend. Eine kurze Cutscene, die etwas lustiger ist, und es geht direkt weiter zu den nächsten. Wenn alle Weißen befreit wurden, wird der Roboter aktiviert. Wollten wir nicht eigentlich daran hindern, aktiviert zu werden? Ja gut, also zu Plan B. Den Roboter zerstören. Der Precursor-Roboter, bzw. Goldmeier, haben verschiedene Angriffe, denen wir ausweichen müssen, welche echt cool inszeniert sind. Nach jeder Angriffsrunde wird aber das Silo, welches dunkles Echo beinhaltet, ein Stück weiter geöffnet, was uns ein bisschen den Spielraum für das Ausweichen wegnimmt. Doch kurz bevor das Silo komplett geöffnet wurde und es komplett aussichtslos aussieht, erscheint helles Echo. Und wenn wir es berühren, wird... Jack wurde jetzt also mal kurz zum Avatar. Und im Avatar-Modus wird er locker fertig mit Biene Maya und dem Darth Vader-Verschnitt. Und Roboter tot. Gon und Maya werden dabei in das Silo eingeschlossen. Und komischerweise schließt sich das Silo wieder. Aus unerklärlichen Gründen. Nachdem unsere Helden cool abgedanzt haben, steht dort auf einmal ein riesiges Tor, das man nur öffnen kann, wenn man alle 100 Energiezellen sammelt. Also, wenn wir quasi 100% erreicht haben. Verstehst du? Wegen den 100 Energiezellen? Es wird das geheime Ende freigeschaltet. Hinter der ach so mysteriösen Tür ist... Wow! Was ist das? Oh, es ist wunderschön. Ist... Bei allen Precursern. Ist... Was? Das war's? Was ist das denn für ein Cliffhanger? Epilog. An sich erinnert Jack und Dexter schon relativ stark an die Crash Bandicoot-Reihe. Diese dschungelartige Hintergrundmusik, das Sammeln von den ganzen Collectibles, aber auch die drolligen, einzigartigen Charaktere. Und nicht zu vergessen der Humor. Es ist nun mal ein 3D-Jump'n'Run und ist nun mal sehr ähnlich wie die ganzen anderen Vorläufer. Was auch wirklich bemerkenswert ist, ist, dass das ganze Spiel komplett ohne eine einzige Ladeszene gespielt werden kann. Was bei der Größe der Welt und des Spiels zu PS2-Zeichen echt beeindruckend ist. Das einzige kleine Problem wäre, dass die Checkpoints teilweise echt unfair sind. Und manchmal der Schwierigkeitsgrad ganz schön nerven kann. Habe ich recht, Zoomer-Strecke. Aber neben diesem kleinen Makel ist Jack 1 echt ein Klassiker. Ach, wenn Jack 2 nur genauso vom Gameplay her... Ah, halt. Da kommen wir noch zu.